Chun Feng vom Dichter Yun Mei. Chun Feng, Ru Gui Ge, Yi Dao, Bian Fan Hua, Lai Sao, Qian Shan Xue, Gui Liu, Wan Guo Hua. Mein Name ist Erika. Ich bin 62 Jahre alt und von Beruf Informatikerin. Also mein Name ist Egon, ich bin der Gatte von Erika und ich bin von Beruf Mathematiker. Ich lerne mit großer Freude Chinesisch, es macht mir viel Spaß. Seit über 10 Jahren reisen wir nach China. Wir haben fast alle Landesteile von China kennengelernt. Wir sind von der nordchinesischen Provinz Heilongjiang bis nach Tibet und in die südlichen Provinzen gereist. Außerdem waren wir natürlich, außer in Xizang, waren wir auch in Xinjiang. Und von Xinjiang natürlich bis nach Guangxi, Guizhou, Hunan, Hebei, Anhui. Alle zeichnen sich durch eine große ethnische Vielfalt und durch eine sehr, sehr reiche kulturelle Vielfalt aus. Bei unseren Reisen sind wir nicht nur von Provinz zu Provinz geflogen, sondern haben auch viel die Eisenbahn, den Schnellzug genutzt, den Gautier, und waren erstaunt, wie stark das gesamte Eisenbahnnetz sich in den letzten 10 Jahren verändert hat. Seit 10 Jahren haben wir daher am Chinesischen Kulturinstitut Tai Chi und haben vor 2 Jahren auch an einem Wettbewerb in Hainan teilgenommen, dass wir bei diesem Wettbewerb auch eine Silbermedaille gewonnen haben. Durch die Teilnahme an dem Wettbewerb haben sich wieder sehr viele Freundschaften zu chinesischen Mitbürgern entwickelt und wir sind sehr froh darüber, dass wir mithilfe dieser Sportart immer wieder Kontakt aufbauen können. Auch wenn wir im Land selber reisen, gehen wir dann oft in die Parks, um zusammen mit Chinesen Tai Chi zu üben. Und dadurch kommt eine sehr gute Stimmung und Zugang zu chinesischen Menschen auf. Wir kommen in eine zweite Heimat, wir kommen nach Hause. So wie das Gedicht es sagt, hoffen wir natürlich, dass der Frühling auch Corona wegpustet. Wir vermissen China sehr und hoffen natürlich, dass wir demnächst bald wieder auch nach China reisen können, um unsere Freunde in China zu besuchen.